Sie wollen sich weiterbilden und machen sich Gedanken über die Finanzierung ihrer Weiterbildung. Wir haben Ihnen Tipps dazu. Bei unserer jahrelangen Zusammenarbeit mit Schulen und Bildungsinteressenten haben wir gemerkt, dass gerade die Finanzierung von Weiterbildungen oft verunsichert. Darum haben wir für Sie einen Ratgeber kreiert. In diesem Ratgeber finden Sie die relevantesten Punkte rund um Bildungsfinanzierung. So wissen Sie genau, welchen Schritt Sie gehen müssen, damit Sie Klarheit schaffen können, wenn es darum geht, eine Weiterbildung zu finanzieren. Gute Weiterbildungen kosten oftmals auch viel Geld. Da fragt man sich natürlich, wo ist mein Mehrwert? Neben Soft Skills, Fachwissen, ist auch ein finanzieller Mehrwert drin. Darum unser erster Tipp: Berechnen Sie Ihre Bildungsrendite. Bildungsrendite ist die Differenz vom Lohn, den Sie jetzt verdienen, und dem Lohn, den Sie nach der Weiterbildung werden verdienen. Wir empfehlen Ihnen zum Beispiel den Lohnrechner Salarium vom Bund. Angenommen, Sie haben dann ausgerechnet, Ihr Lohn steigt pro Monat 500 Franken. Das heisst ja, dass Sie im Jahr 6'000 bis 6'500 Franken mehr verdienen. Wenn Sie dann das weiterrechnen bis zu der Pensionierung, kommen Sie auf Ihre Bildungsrendite. Und die ist möglicherweise im siebenstelligen Bereich. Zweitens, berechnen Sie die Kosten und Nebenkosten von Ihrer Weiterbildung und erstellen Sie ein Budget. Zu den Kosten gehören zum Beispiel Schulgelder, Kursgelder, Semestergebühren. Vergessen Sie aber nicht zum Beispiel einen Laptop, Software, Schreibmaterial, Verpflegungskosten, Reisekosten und so weiter. Vergessen Sie bei der Budgetierung nicht, einen allfälligen Lohnausfall zu berücksichtigen. Vielleicht beinhaltet Ihre Weiterbildung sogar ein Praktikum mit einem sehr geringen Lohn. Und dann haben Sie einen Überblick und können sich Gedanken über die Finanzierung machen. Das wäre dann der dritte Punkt. Fragen Sie unbedingt Ihren Arbeitgeber, ob er sich an den Kosten der Weiterbildung beteiligt. Auch Ihr Arbeitgeber profitiert von fundiert ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Klären Sie auch ab, ob der Weiterbildungslehrgang vom Bund, vom Kanton oder von Stiftungen finanziell unterstützt wird. Seit dem 01.01.2018 werden Absolventen, die sich auf eine eidgenössische Fachprüfung vorbereiten, vom Bund finanziell unterstützt. Auch wenn die Weiterbildung schon im 2017 angefangen hat, ist rückwirkende Unterstützung möglich. Auch Banken bieten attraktive Bildungskredite an. Fragen Sie sonst auch Ihre Familie, Freunde, Bekannte und Verwandte, ob sie Ihnen ein zinsloses Darlehen geben würden, damit Sie Ihre Weiterbildung in Angriff nehmen können. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg.